So, hallo Freunde und damit herzlich willkommen endlich mal wieder nach langer, langer Zeit zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und bevor ich zum eigentlichen Punkt des Videos komme, möchte ich mich an dieser Stelle ganz kurz einmal entschuldigen, dass wir jetzt schon wieder ein paar Wochen, fast schon Monate ohne Videos hatten. Das ist, ja, ich bin selbst nicht damit zufrieden. Ich finde das selbst eigentlich gar nicht so cool, aber das hat doch, glaube ich, relativ plausible und einfache Gründe. Es liegt einfach zum einen daran, dass für Omsi im Moment halt echt nicht viel rauskommt. Omsi ist so gut wie tot, würde ich sagen. Gut, jetzt kam letztes Mal wieder ein neuer Solaris raus, glaube ich, eine LE-Version, soweit ich weiß, aber so genau bin ich da in dem Thema auch irgendwie gar nicht mehr drin. Wie gesagt, für Omsi kommt nicht so viel raus, kann man nicht so viel zeigen. Das motiviert dann halt auch nicht so und ja, wir sind nun halt mal vorrangig im Omsi-Kanal, was heißt, dass andere Spiele ja nicht ganz so gut laufen. Ich hatte überlegt, die Weltmeisterschaft so ein bisschen zu spielen, hab da ja auch 3 oder 4 Folgen oder so gemacht, aber hab dann gemerkt, okay, das interessiert jetzt nicht so und ich selbst persönlich habe auch nicht die Zeit dazu, diese Videos halt zu machen und dabei wären wir auch schon beim, und damit wären wir auch schon beim zweiten Problem. Und zwar, ja, es war echt die Zeit. Es war komisch, zumal die Klausurenphase eigentlich schon Ende Mai zu Ende war. Also ich hatte quasi den kompletten Juni noch Zeit, eigentlich Videos zu machen. Aber irgendwie, weiß nicht, war da keine Zeit. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich in nächster Zeit auf jeden Fall verbessern muss und verbessern möchte, dass wir irgendwie wieder in so eine Regelmäßigkeit reinkommen, dass regelmäßig hier auf diesem Kanal Content kommt. Und jetzt gehen hier die Kirchenglocken los. Ich hoffe, das hört man im Video nicht allzu sehr. Aber genau, das sind eigentlich 2 Punkte. Irgendwie war es die Zeit, die ich eigentlich hatte, aber irgendwie nicht aufbringen konnte für diesen Kanal. Und dafür möchte ich mich entschuldigen. Das finde ich ein bisschen schade. Und zum anderen ist es, ja, es ist Omsi. Und Omsi ist nicht mehr so viel los und ich meine jetzt ein Fernbus-Simulator, das ist, ich will euch ja was Neues zeigen, was nicht immer nur das gleiche, so, hallo, heute fahren wir mal von Essen nach Berlin, oh, und heute fahren wir von Berlin nach München und, ach, heute, wie wär's mal von München nach Freiburg oder so, das finde ich, wird auf Dauer langweilig und deswegen hatte ich halt Omsi, wo ich halt, als Omsi noch ein bisschen mehr gepflegt wurde, hatte man da halt die Möglichkeit, alle 2 Wochen mal was Neues, Tolles zu zeigen und so. Und das ist jetzt halt nicht mehr gegeben. Und deshalb stehe ich jetzt an einem Punkt, wo ich mir die Frage stelle, womit machen wir weiter? Wie machen wir weiter? Worauf habt ihr? Worauf haben meine Zuschauer Bock? Und deshalb frage ich euch doch einfach mal, was für Spiele wollt ihr in den kommenden Monaten sehen, also den Rest des Jahres, ein halbes Jahr ist ja nur noch, jetzt haben wir schon wieder Juli, ist ja bald schon wieder Weihnachten, ist ja ganz cool, aber nein, es kommen ja so ein paar Spiele raus, also für Omsi soll Wuppertal ja irgendwann noch rauskommen, ob es in diesem Sommer geschieht, man weiß nicht, mal gucken, aber ansonsten ist für Omsi, glaube ich, aktuell auch nicht so viel geplant für den Sommer, ansonsten kommt The Bus irgendwann raus, wir hatten jetzt den Bus-Simulator 2016 kurz mal angespielt, ich weiß gar nicht, was für Simulatoren in nächster Zeit noch so rauskommen, also falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, worauf ihr Bock habt, welche Spiele wir spielen sollen, sollen wir FIFA 18 oder FIFA 19 dann spielen oder weiß nicht, Formel 1 2018 kommt im Sommer raus. Keine Ahnung, was wollt ihr sehen? Schreibt es in die Kommentare. Worauf habt ihr Bock? Oder sollen wir wirklich mal wieder eine Runde Fernbus-Simulator spielen? Oder Euro-Truck-Simulator? Ich bin da ganz offen. Schreibt eure Spielevorschläge auf jeden Fall mal in die Kommentare. Und ich gucke dann, inwiefern wir das umsetzen können. Und werde mich dann mit 9 Videos in, wann fangen wir da an? Wann fangen wir an? Nennen wir den, jetzt habe ich hier keinen Kalender, sonst hätte ich nachgucken können. Es wird irgendwie voll so ein Podcast, ich rede schon 5 Minuten, ich hoffe, mir hört überhaupt noch jemand zu, aber, ja gut, ohne Kalender ist doof, denn jetzt bin ich auch erstmal im Urlaub, heißt, jetzt kommen sowieso keine 9 Videos in diesem Monat noch, aber wir können sagen, dass wir so vielleicht, ja, lass mal so den Freitag, den 10. August, nehmen wir als Stichtag. Bis dahin machen wir eine Sommerpause bis zum 10. August. Und ab dem 10. August wird es dann hier wieder neue, hoffentlich regelmäßige Videos geben. Wie gesagt, zu welchen Spielen, was genau,
Das könnt ihr gerne jetzt in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall freuen. Oder falls ihr ganz andere Ideen habt, was wir sonst noch so machen können. Müssen ja nicht unbedingt Let's Plays sein. Kann ja auch, was weiß ich, lasst euch was einfallen. Revolutioniert diesen Kanal, bitte. Nein, ich werde mir natürlich auch noch Gedanken machen und dann voller neuer Kraft und voller Energie am 10. August durchstarten mit neuen Videos hier auf diesem Kanal. In dieser Zeit hoffe ich, ja, dass du diese 3 Wochen jetzt noch aushalten kannst ohne Videos. Zumal jetzt sind schon wieder 2 Wochen keine Videos gekommen. Also das kriegst du irgendwie hin und dann sehen wir uns am 10. August um, keine Ahnung, 15 Uhr kommt dann wieder ein Video, wo es dann, ja, weitergeht, wo ich vielleicht auch meine Pläne schilder, wie genau es jetzt weitergeht. Aber ich glaube, mehr brauche ich zu dem Thema jetzt auch nicht mehr sagen. Danke für euren Support, Freunde, danke, ja, für alles. Und in diesem Sinne sehen wir uns nach der Sommerpause wieder auf diesem Kanal hier zu neuen Videos. Danke fürs Zuschauen bei diesem Video und bis dann. Tschüss.